Wir haben uns bisher mit den verschiedensten Ausprägungen von Rechtsextremismus und Antisemitismus beschäftigt. Heute geht es um den Ausstieg. Das Szenario ist gar nicht so selten. Nach einer meist langen und intensiven Zeit in der rechten Szene und oftmals auch mit immer mehr Straftaten im Register, bemerken viele, dass ihnen ihr Lebensstil gesundheitlich mehr schadet als nützt. Dazu erkennen sie auch, dass sie mit ihrem Lebensumfeld grundsätzlich nicht mehr übereinstimmen. Es kommen dann oft Zweifel an der bisherigen Ideologie und Selbstzweifel, ob das eigene Leben auf diese Weise noch richtig ist. Wenn jemand an einem solchen Punkt ist, kann das die Wende sein. Ein Punkt, um alles grundlegend zu hinterfragen. Manchmal ergeben sich Begegnungen mit Menschen von der eigentlichen verhassten Seite und dann kann es zu einem richtigen Umdenken kommen. Wenn diese Rahmenbedingungen entstanden sind, bedeutet das dann möglicherweise das Fundament für einen Ausstieg aus der Szene. Gerade wenn man jahrelang in der rechtsextremen Szene aktiv war, ist ein Ausstieg aber alles andere als einfach. Es muss nicht mal an mangelnder Überzeugung liegen. Oftmals ist es auch einfach die Angst, die bei einem Ausstieg im Weg steht. Das kann die Angst vor dem Leben nach dem Ausstieg sein, aber oftmals ist es auch die Rache aus der Szene. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir hier in Deutschland Vereine und Organisationen haben, die Menschen beim Ausstieg unterstützen. Zum Beispiel gäbe es da den Verein Exit aus Berlin. Exit berät Aussteiger und hilft ihnen bei einem Neustart, bietet den Betroffenen allerdings auch, nach ihren Möglichkeiten, Schutz und Sicherheit. Zum Ausstieg gehören die Aufarbeitung der Vergangenheit, die Überwindung der Weltanschauung, aber auch über begangene Straftaten zu sprechen. Zu einem richtigen Neustart gehört ebenfalls die Reintegration in die Gesellschaft. Neugestaltung in Beziehungen und Neuorientierung im Alltag, Schule, Ausbildung, Studium und im Beruf wären hier die Stichworte. Es ist wichtig, den Jugendlichen zuzuhören, damit sie gar nicht erst in die rechtsextreme Szene abrutschen. Es ist wichtig, mit Jugendlichen über ihre Haltungen, Meinungen, Ansichten und Bedürfnisse zu reden. Präventionsangebote, die also schon viel früher ansetzen, sind unglaublich wichtig. Dazu kommen noch die Angebote wie Anti-Gewalt-Training und politische Aufklärung. Angebote, wie sie hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel von der KAST e.V. angeboten werden. Ich hoffe, ich konnte hiermit klar machen, dass es zahlreiche Alternativen und Hilfsangebote für Menschen gibt, die sich von rechtsextremen Strukturen lösen wollen. Nach einiger Recherche wollte ich wissen, was bewegt jemanden aus der rechten Szene auszusteigen. Bei einigen fing das Umdenken damit an, dass sich Mitmenschen von ihnen distanzierten und den Kontakt langsam abgebrochen haben. Doch auch die Reaktionen und sogar Bedrohungen von MitbürgerInnen gegenüber Mitgliedern der Szene kann dazu führen, dass diese anfangen zu zweifeln, woran sie doch eigentlich glauben. Eine radikalisierte YouTuberin, die für eine Reportage gefilmt wurde, merkte während der Dreharbeiten, wo sie da eigentlich gelandet ist, brach in Tränen aus und nimmt mittlerweile an einem Aussteigerprogramm teil. Die aktuelle Lage der Pandemie führte bei einigen auch zum Umdenken. Dazu kommt etwa, dass die sogenannten QuerdenkerInnen heftig in die Kritik geraten sind und zum Teil die eigenen AnhängerInnen nicht mehr einer Meinung waren. Die Gründe der AussteigerInnen sind sehr facettenreich. Klar ist jedoch, dass dieser Schritt in die Richtung nicht leicht für sie ist. Es gibt, wie Marvin ja gerade berichtet, Programme für AussteigerInnen und Anlaufstellen, um Hilfe zu bekommen. Zum Beispiel hat das Bundesamt für Verfassungsschutz 2001 ein Aussteigerprogramm für RechtsextremistInnen ins Leben gerufen, bei dem per Telefon oder Mail beraten bzw. geholfen wird. Infos dazu gibt es online. In Schleswig-Holstein hilft KAST e.V. bei dem Ausstieg oder der Distanzierung aus rechtsextremen Strukturen. Die MitarbeiterInnen von KAST e.V. erarbeiten mit den ausstiegswilligen Personen einen Fahrplan für einen sicheren Ausstieg. Sie unterstützen bei der Erarbeitung neuer Ziele und Perspektiven. Alle Gespräche, die geführt werden, werden vertraulich behandelt. Dieses Projekt wird gefördert vom Landespräventionsrat beim Innenministerium Schleswig-Holstein.